Sascha Bigalke, Stefan Marinovic ist in der Mitte mit dabei. Alle Hachinger sind da vorne, das ganze Stadion steht. Wenn es jetzt fällt, dann flippen die hier aus. Bigalke auf den 5-Meter-Raum, Marinovic mit dem Kopf, da Schussgelegenheit. Da! 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 Für die Spielvereinigung Unterhaching! Tor! 3:3! Was für ein Spiel! Was für eine Schlussphase! Ja, liebe Haching-Fans, Wahnsinn, oder? Was für tolle Bilder vom Sonntag, vom DFB-Pokalspiel gegen den FSV Mainz 05. Manni Schwabel, hast du schon mal irgendwas in der Art erlebt im Fußball? Na, muss ich sagen, überhaupt nicht. Ich habe ja doch einige Jahre aktiv selber gespielt, aber so ein geiles Erlebnis habe ich selber noch nicht gehabt. Und ich muss sagen, den Tag möchte ich auf gar keinen Fall missen. Ja, mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Ich denke auch allen, die da waren im Altenbauer Sportpark, das war, wird unvergesslich bleiben. Trotz dieser Niederlage dann am Schluss im Elfmeterschießen extrem unglücklich. Hat es das Essen trotzdem noch geschmeckt im VIP-Haus dann nach dem Spiel oder warst du sehr enttäuscht nach dem Schlusspfiff? Nein, ich muss sagen, ich habe mich gar nicht kennt, weil ich bin Witter und bin grundsätzlich sehr ehrgeizig und bin dann in die Kabine gegangen und habe zu den Jungs gesagt, ich kann nicht einmal traurig sein, weil das, was ich abgerissen habe, war sensationell und so fühle ich mich heute noch. Also man denkt dann schon kurz einmal, was wäre, wenn morgen Auslosung wäre, dass wir mit dabei sind, aber das will ich wegwischen, weil was die Jungs da gemacht haben, wenn man ein Viertligist gegen ein Erstligist, eigentlich mehr Chancen gehabt. Und vor allem spielerisch total überzeugt. Also wenn du unentschieden erkämpfst, dass du hinten zumachst und es passiert nichts, geht 0-0 aus, dann sagst du, okay, ist in Ordnung. Aber wir haben ja Mainz, sag ich jetzt mal, eigentlich, wir haben wesentlich mehr Torschancen gehabt und das stimmt mir brutal positiv für die Zukunft. Genau, ja, es war wirklich kein Klassenunterschied zu erkennen. War im Endeffekt sogar die überlegene Mannschaft. Und Haching, du hast gesagt, die Mannschaft hat einen super Job gemacht. Was sagst du zu den Fans? Gut, das haben wir dann auch gesagt, also ohne, wir haben immer gesagt, gegen einen Erstligisten kannst du nur bestehen, wenn die Mannschaft und alles drumherum passt. Also die Fans und das Zusammenspiel zwischen Haupttribüne Süd und jetzt auch die Gegengerade, die war ja zum Glück wieder auf, war auch sensationell. Ich glaube, das war ein Schlüssel zu dem, nicht Erfolg, obwohl man eigentlich schon sagen muss, Erfolg, aber wenn wir dann im Elfmeterschießen verloren haben. Also wenn die Fans nicht so mitgegangen wären, dann glaube ich, hätte es nicht so einen positiven Verlauf genommen. Also es war wieder Wahnsinn. Vielen Dank auch nochmal von meiner Stelle. Mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Es war ja brutal. Ich habe sowas auch selten erlebt im Fußball und ich habe auch schon viele Spiele live im Stadion gesehen. Jetzt gehen wir mal weg vom DFB-Pokal. Das gibt es ja dann frühestens nächstes Jahr wieder hier in Unterhaching. Schauen wir mal auf die Liga kurz. 6 Spiele, 6 Siege. Ein kurzes Zwischenfazit vielleicht mal von dir. Ist ja bis jetzt alles ganz gut gelaufen, oder? Mit der Saisonstart war ganz in Ordnung. Ich bleib dabei, noch 10 Spiele werde ich die erste Bilanz ziehen. Das habe ich letztes Jahr genauso gemacht, was gar nicht gut gelaufen ist. Da habe ich gesagt, ja, steigt's ab und so weiter. Nach dem 3., 4. Spiel habe ich gesagt, interessiert mich jetzt überhaupt nicht. 10. Spieltag Bilanz. So machen wir es jetzt auch. Was mir viel mehr positiv stimmt, ist die Entwicklung der Mannschaft und der Charakter der Mannschaft. Also Tabelle, Lor oder Punkte sind für mich jetzt noch nicht ganz Lor-ausschlaggebend, sondern die Entwicklung und der Geist in der Mannschaft, das stimmt mir schon sehr positiv. Da muss ich wirklich sagen, ich glaube, sind wir absolut auf dem richtigen Weg. Ich glaube, die Neuzugänge haben auch ganz gut eingeschlagen, auch so nicht nur vom Sportlichen her, sondern auch wie sie sich in der Mannschaft zurechtfinden. Könnte man jetzt sagen, hast du mal wieder alles richtig gemacht, oder? Na, der Verein hat alles richtig gemacht. Also das Ganze haben wir ja, oder das entscheidet der Klaus Schramm mit mir oder mit dem Präsidium gemeinsam. Ich meine, wir haben gesagt, wir können die Mannschaft heuer halten. Wenn wir wieder dazuhören, dann muss der charakterlich, sportlich dazu passen. Aber Charakter vor der Qualität. Und das haben wir beim Stefan Hein, beim Dominik Stahl und auch beim Jimmy Müller absolut, hat sich das bewahrheitet. Und jetzt haben wir ein bisschen einen Konkurrenzkampf, das ist natürlich für manche nicht leicht. Und jetzt ist natürlich auch die Aufgabe vom Trainer oder von mir, dass wir die hinten dran stehen, das war ja immer so, sage ich mal, die große Klasse vom Ottmar Hitzfeld, der bei Bayern 20 Leute unter den Hut bringen haben müssen, weil ich kennen halt nur 11 spielen, auch bei uns. Ich habe zu einem gesagt, der beleidigt war, ich komme beim DFB oder beim BFV anrufen, ob wir mit 14 spielen dürfen, dass ihr alle zufrieden seid, das geht halt nicht. Und das wird die Schwierigkeit sein oder die Aufgabe, dass wir die bei Laune halten, weil am Ende des Tages kannst du mit 11 Leuten Erfolg haben, sondern da müssen 18 oder 20 herhalten. Ah, schönes Beispiel, Ottmar Hitzfeld, Stichwort Rotationsprinzip, das hat der ja damals quasi eingeführt hier in der Bundesliga in Deutschland. Ja, am Samstag ist das Spitzenspiel hier in Unterhaching. FC Schweinfurt 05 kommt zu Gast. Was weißt du über die Mannschaft? Ich habe bei der Auftaktveranstaltung von der Regionalliga mit dem Vorstand dort, dem Markus Wolf, gesprochen. Der hat gesagt, er will jetzt voll Attacke reiten und kauft jetzt einmal ein bisschen was zusammen. Das haben sie auch gemacht. Ich sage, von der Einzelqualität sicherlich mit vorn dabei.
Ob es dann von dem Mannschaftsgefüge jetzt schon passt, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass der Spieltag ganz interessant wird. Schweinfurt gegen uns, der erste gegen den vierten und dann das Derby, zweiter gegen den dritten. Also das ist schon wieder eine ganz interessante Geschichte am Wochenende. Einzelqualität sehr gut. Mannschaftsgefüge, glaube ich, spricht für uns, aber man weiß ja nie, was in so 90 Minuten passiert ist. Das haben wir ja letzten Sonntag gesehen. Das werden wir dann auch diesen Samstag wieder sehen gegen Schweinfurt im Spitzenspiel. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch da auch wieder vorbeischaut, weil so 7000 Zuschauer, das war schon geil, oder? Also die Atmosphäre, muss ich echt sagen, ich meine, ich habe ja schon für größere Stadien oder in größere Stadien gespielt, aber das war Gänsehaut-Atmosphäre, das war brutal. Und großes Kompliment. Ich hoffe, wie gesagt, dass der ein oder andere dann wieder kommt, aber nach dem Spiel habe ich wahnsinnig positive Resonanz gehabt rundherum um den Ort und der Haching. Ich denke schon, dass jetzt manche sagen, den Jungs kommen zuschauen und die haben es auch verdient, dass wir dabei sind. Vor allem deswegen, nicht nur spielerisch, sondern weil die halt von der ersten bis zur 90. oder 120. Minute absolut Vollgas geben. Und auch an Gegner, das habe ich auch gesagt, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Physiotherapeuten am Platz haben, an Gegner dann helfen, einen Krampf rauszudehnen, damit die uns einen Elfer reinhauen. Aber das, glaube ich, muss ich echt sagen, das spricht für die Menschlichkeit in unserer Truppe und ich denke, dass es auf sich dann zum Erfolg führen wird. Das denke ich auch. Und da können wir uns dann am Samstag wieder davon überzeugen, wenn Schweinfurt 05 zu Gast ist. Wie gesagt, schaut's vorbei, wir würden uns freuen. Die Mannschaft hat es verdient. Die Jungs, dass ein paar mehr Zuschauer da sind als den ersten Heimspielen in der Regionalliga Bayern. Müssen ja nicht gleich 7000 sein, aber einfach, dass der ein oder andere vielleicht sagt, ja, die haben es verdient, da schaue ich gern vorbei. Danke, Manni Schwabel, für das kurze Zwischenfazit nach dem sechsten Spieltag und nach der ersten DFB-Pokalrunde. Ja, und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge Haching TV. Bis dahin. Servus.